Deutsch, Mittelstufe 3, Lektion 70, kausale Adverbien. Heute machen wir zum Abschluss noch unseren kleinen Vokabeltest. Los geht's. Nummer 1, die Konsequenz. Das Ergebnis, Rang Pisut Hato. Wenn man viel lernt, besteht man die Prüfung. Pandero, wenn man nicht lernt, dann besteht man die Prüfung nicht. Lernen, Hingdong, Hapgeokrada, das ist dann Kyolgwa Imnida, also Ergebnis. So. Die Notwendigkeit, wenn man etwas braucht, hat man eine Notwendigkeit. Monga Piljo halte, Notwendigkeit geht so. Piljo song im Nida. Stur, ich bin stur. Tarunyagi, tsuktishiro, ne, maumdero halke. Wenyamion, weil ich stur bin. Mango Hansaram. Überlegen, ich überlege mir etwas. Also sich samgyokrangatsitatsunaunun pyohyon. Ich überlege, was ich machen will, also in mir sicher, ob so doch kein Sankeziman, Kuredo, Mang, Jungun und Gatze. Naru, wie he, Senga, also, Koryo hat er Ichiman, nachdenken, Koi, Gatun, wie mi. Kunde, Zeiger, Mozo, Ergebnissen, Paro, Zeiger. Koryo hat er nachdenken, nun, Senga, Kada, Kunde, Senga, Kada, Mann. Kyolgwa, ob so do, okay, nida. Überlegen, nun, Molhaka, Igoya, Monga Nawaya de, Sengagi Nawaya, überlegen im Nida. Die Reihenfolge A, B, C, 1, 2, 3, das ist dann immer Sunso im Nida. Umgekehrt, Koreanisch ins Deutsche, Tongi, Elektrizität, Electricity, 조금 더 mal halt so있지만, 일상생활에서는 조금 더 깔끔하게, Strom im Nida, der Strom. Strom nun 기술적인 개념 같은 거, 그 때문에, ich habe Strom. I Kigi nun Stromi ist so obso. Der Fernseher hat Strom, der Computer hat Strom. Fansa nun ansodo kenchansumnida. Orisogun, Pabo, Gatumimi, dumm, deshine, sulzunun, dämlich imnida. Chumok, also das hier, das ist die Faust imnida. Faust, wie, iruldro, Regel, Kyuchik, Animion, Kesangpangshik, Formel, dungdung, iron tanoka gatsi naolte nun. Faust und Schumokboda, einfacheren Wimiga demnida. Nomu shibda. Faustregel, nomu kantanhan kyuchik. Formel nun, monga kesanheade. Kunde i kesan nun, cedero hamyon dege poktapagi kesanhea hanunde. Kuredo, oton kantanhan pangboboro, kyoguk dokatun kyolgwa otul su isumyon. Das ist eine Faustformel imnida. Azik mani ansugetsiman, kuredo, sangup olagalte, iron tano, iron pyondo, salzak naomnida. Monjo di Faust, Schumok. 이렇게 알면 되겠죠. 행성, 영어랑 똑같죠? 하지만 발음 조심. Nicht Planet, sondern Planet. 에, 길게. 인터넷 할 때, 이 넷은 영어 발음 때문에 넷. 오히려 착하다 넷랑 같은 발음이죠. 짧게. 하지만 독일어는 거의 90% 이상 에가 있으면 장음입니다. Planet 이상해. Planet. Planet. 여유롭게. Und zwei Berge in der Mitte ist immer das Kegok, das Tal. 한국 사람이 계곡 갈게, 난 계곡에서 놀았다. 이런 이야기 많이 하고 싶지만, 한국 사람이 상상하고 있는, 아니면 생각하고 있는 계곡, 탈로 표현하면 되게 신기하네요. 어디 갔다 왔어? 주말에? 아, ich bin ins Tal gegangen. 잉? 이해가 잘안 돼요. 근데 한국 사람이 말하는 계곡은 결국 무슨 이야기죠? 물놀이죠? 분명히 산산가 있죠? 근데 포인트는 이 산산, 이 장소보다는 물 이야기죠? Fluss는 아니겠지만, 차근차근 강. Das ist der Bach입니다. Wo warst du am Wochenende? Ich war an einem Bach. 하고 싶으면, 계곡 할때 산, 이런 이야기도 조금 표현하고 싶으면, der Sandberg, Bachdom, 물론 이겠죠? Ich war an einem Bergbach. Da haben wir im Wasser gespielt und gegrillt, Barbecue hesso. Oder Camping hesso, wir haben gezeltet. Aber Tal halte, 계곡은 조금 안 맞는 개념. Also, 지리학적인 이야기, 계곡은 das Tal 있지만, 나머지는 Bach 쓰면 되겠죠. Das war's. Habt ihr alles richtig gemacht? Hoffentlich ja. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.